Mit Sorge blicken wir diese Tage nach Japan. Viele tausende Menschen haben durch das verheerende Erdbeben am vergangenen Freitag und durch die nachfolgende Flutwelle alles verloren, was ihnen lieb und teuer war. Unsere Gedanken sind bei den Opfern der Katastrophe und ihren Familien. Vor allem auch deswegen, weil die Menschen in Japan heute, 6 Tage nach der Katastrophe, bisher undenkbaren Naturkatastrophe, vor einer möglicherweise noch viel größeren atomaren Katastrophe bedroht ist. Das tragische Unglück in Japan hat uns wieder einmal vor Augen geführt, der Mensch wird trotz moderner Hochtechnologie die Natur nie vollständig beherrschen. Nach Japan, und das kann man, glaube ich, sagen, und da muss man nicht Wahlkampf machen oder sonstiges, nach Japan ist nichts mehr wie vorher. Wir mussten lernen, eine Aneinanderreihung von unvorhersehbaren Ereignissen ist an jedem Ort der Welt möglich. Und damit müssen wir das Undenkbare auch für jeden Ort eventuell planen oder dementsprechend mit zur Kenntnis nehmen, berücksichtigen. Aus diesen Ereignissen müssen auch wir in Deutschland, aber auch in ganz Europa jetzt unsere Konsequenzen ziehen. Niemanden wird es helfen, darüber jetzt zu streiten, ob es richtig war, die Laufzeitverlängerung durchzuführen oder nicht. Darum geht es doch jetzt gar nicht mehr. Jetzt geht es um die Frage, welches Risiko sind wir nach den Ereignissen in Japan bereit zu tragen, einzugehen oder eben vollkommen gegenzusteuern. Deswegen ist auch die Entscheidung richtig, zunächst einmal alle 17 deutschen Kraftwerke einer neuen Risikoanalyse zu unterziehen, die Laufzeitverlängerung auszusetzen und während des Moratoriums die von 1980 in Betrieb genommenen Kraftwerke abzuschalten und einige davon gar nicht wieder ans Netz zu gehen. Ich halte auch die Diskussion für vollkommen überflüssig, ob das jetzt gesetzlich geregelt werden muss oder nicht. Hier haben wir immer gelernt, Gesetze kann man machen und kann man auch wieder neu machen. Wenn denn Gesetze dafür zwingend notwendig sind, dann muss man sie auch kurzfristig, kann man sie auch kurzfristig ändern. Das hilft jetzt gar nichts weiter, weil auch Sie, Herr Blum, jedes Kraftwerk ist ergebnisoffen und ich betone noch einmal, ergebnisoffen zu überprüfen. Wenn sich dabei Sicherheitsmängel zeigen, die den heutigen Erfahrungen und Erkenntnissen nicht gerecht werden, muss das betroffene Kraftwerk stillgelegt werden. Die beschlossene Laufzeitverlängerung darf dabei überhaupt keine Rolle spielen. Die Sicherheit der Bevölkerung geht vor. Wirtschaftliche Interessen haben sich hier hinten anzustellen. Und weil die Sicherheit der Bevölkerung vorgeht, Herr Holter, ist meine Forderung auch als zuständiger Fachminister, dass natürlich das Zwischenlager Nord mit in die Sicherheitsüberprüfung einbezogen wird. Daraufhin habe ich heute früh die Bundeskanzlerin und den Bundesumweltminister angeschrieben, denn sie sind die Eigentümer, die EWN ist bekanntermaßen eine 100%ige Tochter des Bundes. Und nach Abschluss der Überprüfung müssen wir unseren Bürgerinnen und Bürgern ehrlich sagen, welches Risiko möglicherweise mit der Kernenergie bestehen bleibt. Denn der sofortige Ausstieg oder nur das alleinige Abschalten allein macht noch kein Kraftwerk sicherer. Auch das ist eine Wahrheit, die wir den Bürgerinnen und Bürgern sagen müssen. Richtig ist, und da sind wir uns alle einig, die Energiewende zu beschleunigen. Denn die Zukunft gehört anderen Energieformen, überwiegend erneuerbaren Energien. In diesem Punkt sind sich, glaube ich, alle einig. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass es zum sofortigen Ausstieg keinen gänzlichen adäquaten Ersatz gibt, der den notwendigen Energiebedarf in Deutschland deckt. Zurzeit haben wir zwar einen Überschuss, aber eben nur zur Zeit. Und das ist nicht von dauerndem Bestand. Und zur Wahrheit gehört auch keine Partei, und zur Wahrheit gehört auch, Herr Professor Mädling, keine Partei von uns, auch die Grünen nicht,
haben Patentrezepte in der Schublade, wie wir alles auf sofort abschalten können und trotzdem den Ansprüchen, die die Bevölkerung in Gänze nach wie vor stellt, gerecht zu werden. 2010 hat Deutschland einen Anteil an erneuerbaren Energien von 16,5%. Mecklenburg-Vorpommern mit über 50% am Energiemix, ein Vorreiter, sehr wohl, das sollten wir weiter fortsetzen an dieser Frage. Aber die Zahl zeigt auch, wie weit wir in ganz Deutschland noch entfernt sind von der Frage der Umstellung. Wer also jetzt den sofortigen Ausstieg aus der Kernenergie fordert, muss auch erklären, Herr Ritters, ich bedauere es ein bisschen, dass man dieses Thema sozusagen nun dahingehend immer zwischenruft, dass man die Partei, wer also jetzt den sofortigen Ausstieg aus der Kernenergie fordert, muss auch erklären, durch welche Stromquellen Energie ersetzt wird. Der Ausstieg, Professor Metling, aus der Kernenergie in Deutschland darf nicht dazu führen, dass wir Strom von Kernenergie aus anderen Ländern zukaufen. Und zu der Wahrheit gehört auch, wer aus Kernenergie aussteigen will, muss schnell für die Frage des Endlagers sorgen. Wir haben hier schon 10 Jahre vertan. Wir haben schon 10 Jahre vertan. Das gehört zu der Frage dazu. Meine Damen und Herren, unsere Debatte zeigt doch, wie wichtig eine offene und ehrliche Diskussion über die Nutzung der Kernkraft in Deutschland ist. Wir alle wollen ein möglichst schnelles Ende dieser Energieform. Das ist, glaube ich, unstrittig. Das kann aber auch bedeuten, dass wir in Deutschland und in Europa möglicherweise Einschnitte in der Lebensqualität bereit sein müssen hinzunehmen. Die Katastrophe in Japan könnte zu einer neuen, zu einer verantwortungsvolleren und ehrlicheren Energiepolitik in Deutschland führen. Das gilt für die Bevölkerung im Umgang mit Energie genauso wie für die Politik. Hoffentlich bleibt es nicht nur bei Ankündigungen und Moratorien. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kaffier.